YouTube-Gossip, sage ich jetzt mal. Und da ist vor kurzem tatsächlich auch mal was passiert. Ich habe jetzt hingeguckt, weil der Zettel liegt, den ich gleich brauche. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass Kelly, Mrs. Vlog, ihr beliebtes Format Kelly kommentiert Kommentare eingestellt hat und das in einem Video kundgetan hat über die Gründe. Und einige Leute haben dann gemeint, dass sie nicht, wie sie selbst gewirkt hat, in diesem Video ein bisschen aufgelöster, das Haar ein bisschen zerzauster als sonst. Das ist auch YouTube aufgefallen, den Besitzern von YouTube, und die haben mich dann angerufen und meinten dann, Kiuma02, du kannst ja ganz gut mit den großen YouTubern. Kannst du bitte mal nachgucken, was da los ist? Habe ich gesagt, ja, mache ich. Und bin dann erstmal zur Wohnung von Kelly gereist. Da war zunächst mal die Tür aufgebrochen, ich bin reingegangen und Kelly war nirgendwo zu finden. Was zu finden war, war halt ein Zeichen, das der menschliche Verstand nicht wirklich erfassen kann, an die Wand gemalt. Geometrische Formen von jenseits dem menschlichen Vorstellungsvermögen. Ungöttlich, also sämtliche Religionen unserer Erde könnten mit dem nicht klarkommen, was dieses Zeichen dort dargestellt hat. Und da war mir völlig klar, wenn es um etwas geht, was ungöttlich ist, dann muss Bibi von Bibis Beauty Palace darin involvierter sein, und dann bin ich halt zu ihrer Wohnung gefahren. Die Tür war nur angelehnt, ich bin hinein und da war halt Kelly angekettet und ganz eindeutig in einer Trance. Hinter mir dann ein Geräusch und dann kommt Bibi hervor und meint dann irgendwie so. Hast du mich also gefunden? Worauf ich meine, ja, war ja nicht schwer, du bist ja auch in deiner Wohnung. Woraufhin sie dann anfängt zu kreichen und ihr Gesicht schmilzt quasi weg. Und was darunter zum Vorschein gekommen ist, Sprache hat einfach nicht genug Ausdrucksformen, um das zu beschreiben, was man dort sah. Ich sage mal so, es war eine Art Schlund von jenseits der Gezeiten. Ihre Hände verwandelten sich in Tentakel und dann fing sie an. Yaingiga Yoxotos Hilgepfeisrodokwa. Und dann öffnete sich hinter Kelly ein Portal zu jenseits der Gezeiten, wo Gestalten, die der menschlichen Vorstellungskraft spotten, auf unsere Erde kommen wollten. Da ich allerdings zum Glück ein professioneller Dämonenjäger bin, hatte ich meinen geheiligten Dolch dabei, den ich Kelly in den Leib stieß, woraufhin sie mit einem großen Geschrei explodierte und sich das Portal hinter ihr schloss. Kelly wachte dann aus ihrer Trance auf und meinte dann nur, danke Kiuma02, dass du mich gerettet hast. Und dann ganz leidenschaftlich, das ist halt leider vorbei, gut, dann, ja. Mal so ein bisschen YouTube-Gossip ist ja vielleicht auch mal ganz nett gewesen. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge Isolierstation. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge Isolierstation. Du fängst an. Du wärst nicht lernfähig, ne? Ja, es ist Wahnsinn mit mir. Es ist ein reiner Wahnsinn. Bin stolz auf dich. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. 33 Videos. Hammer, wie 33 Videos. Ach, schaust du nicht diese Werbung im Nachtprogramm? Was? Werbung im Nachtprogramm? Ja, wenn du Nachtprogramm Comedy Central oder sonst irgendeinen Scheiß schaust, also immer den Track, bei dem meine Freundin im Schlafzimmer einpennt und zu dem ich mich dann berieseln lassen muss, weil ich nicht an die Fernbedienung rankomme, da läuft dann immer so diese Erotik-Werbung, wo dann irgendwelche nackischen, aufgepusteten, barbusigen Frauen die ganze Zeit sagen, Wahnsinn, 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 jetzt 33 Videos, wenn du dich innerhalb der nächsten 33 Minuten auf Fick mich, Punkt, keine Ahnung, anmeldest. Das ist doch Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und du liegst da im Bett und versuchst zu pennen und irgendwelche Frauen kreischen die ganze Zeit. Wahnsinn. 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 Ja, das ist ja auch schon quasi, das wäre jetzt etwas, was in so eine Outtake-Ausgabe wandern würde. Ja, aber, so eine Fetzen-Ausgabe, ne? Oder wie da wir ja quasi jetzt in diesem Sinne herzlich willkommen zur Mutter der Schwester einmal mit investigativem Journalismus Beischlaf verübt. Siehst du, das wäre auch so ein Outtake, ja? Warum sagst du Fetzen? Wollen wir erstmal diesen Fetzen hören, der überhaupt erklärt, warum das hier eine Fetzen-Ausgabe ist? Ja, pass auf. Aber vorher gehe ich mir jetzt erstmal zur Feierabendentspannung ein Bierchen aufmachen. Ja, ne? Und wir leiten mal über an Voodoos ersten Fetzen.
Du Nerkus. Ja, da hätten wir zum Beispiel so ein Ding, was mal in einer Isolierstation gewesen ist, ne, so, wo es auch um Political Correctness ging. Da habe ich auch mal ganz demonstrativ Nerkus gesagt. Mhm. Und ich sag's auch heute, Nerkus. Ich freue mich schon, das Ganze wieder auspiepen zu müssen. Und die amerikanischen Schwarzen würden Nerkis sagen. Also schwarze Rapper zum Beispiel. Ne? Nerkis ist ja so. Ne? Habe ich jetzt übertrieben oder? Na gut, was wäre denn eine Aufnahme, die ich mit dir alleine mache, ohne Teile, die ich rauspiepen oder rausschneiden muss? Das wäre ja kein... Aber das kannst du gar nicht rauspiepen, weil sonst erschließt sich dem Zuhörer der Sinn nicht hinter dem Gespräch. Naja, gut, den habe ich ja selber schon zu Beginn gesucht und war mir klar, dass ich ihn nicht finden würde. Ja, klar, sicher. Ich meine, wir kennen doch deinen Humor, oder nicht? Ja, natürlich. Berühmt, berüchtigt. Du, weißt du, Frankster, du hast ein Problem. Du nervst mit Samplen. 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 Du nervst, 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 du nervst mit Samplen. Ja, ja, das ist auch beabsichtigt. Ja, klar, also, sicher. Aber wenn ich bis an die Sterbe. Das habe ich dir schon mal gesagt. Du machst es so, dass es wirklich total abnervt und keinerlei Wert mehr hat. Weißt du? So, wenn man da durch ist durch den Sample, die 5 Minuten, die du dann immer veranschlagst für so eine Samplelei, dann, wenn man da durch ist als Zuhörer, ist man nur noch total abgenervt und denkt so: Ja, war halt die geilste Folge. Du machst es so, dass es wirklich total abnervt und keinerlei Wert mehr hat. Weißt du, so, wenn man da durch ist durch den Sample, die 5 Minuten, die du dann immer veranschlagst für so eine Samplelei, dann, wenn man da durch ist als Zuhörer, ist man nur noch total abgenervt und denkt so: Ja, war halt die geilste Folge. Du machst es so, dass es wirklich total abnervt und keinerlei Wert mehr hat. Weißt du, so, wenn man da durch ist durch den Sample, die 5 Minuten, die du dann immer veranschlagst für so eine Samplelei, dann, wenn man da durch ist als Zuhörer, ist man nur noch total abgenervt und denkt so: Ja, war halt die geilste Folge. Du machst es so, dass es wirklich total abnervt und keinerlei Wert mehr hat. Weißt du, so, wenn man da durch ist durch den Sample, die 5 Minuten, die du dann immer veranschlagst für so eine Samplelei, dann, wenn man da durch ist als Zuhörer, ist man nur noch total abgenervt und denkt so: Ja, war halt die geilste Folge. Du machst es so, dass es wirklich total abnervt und keinerlei Wert mehr hat. Weißt du, so, wenn man da durch ist durch den Sample, die 5 Minuten, die du dann immer veranschlagst für so eine Samplelei, dann, wenn man da durch ist als Zuhörer, ist man nur noch total abgenervt und denkt so: Ja, war halt die geilste Folge. So. Nee, de facto ist es sogar noch viel faszinierender, dass es dir vorkommt wie 5 Minuten, weil ich weiß das auch genau. Du musst mal drauf achten, kein Sample ist je länger als 45 Sekunden, maximal 1 Minute und 30, aber kommt einem vor wie eine Ewigkeit. Ich finde diesen Punkt, wo die Leute dann nicht mehr denken: Boah, das war jetzt 45 Sekunden. Nein, die denken danach: Das war 10 Minuten. Ich finde diesen Punkt, wo die Leute dann nicht mehr denken: Boah, das war jetzt 45 Sekunden. Nein, die denken danach: Das war 10 Minuten. Ich finde diesen Punkt, wo die Leute dann nicht mehr denken: Boah, das war jetzt 45 Sekunden. Nein, die denken danach: Das war 10 Minuten. Ich finde diesen Punkt, wo die Leute dann nicht mehr denken: Boah, das war jetzt 45 Sekunden. Nein, die denken danach: Das war 10 Minuten. Ich finde diesen Punkt, wo die Leute dann nicht mehr denken: Boah, das war jetzt 45 Sekunden. Nein, die denken danach: Das war 10 Minuten. Ich finde diesen Punkt, wo die Leute dann nicht mehr denken: Boah, das war jetzt 45 Sekunden. Nein, die denken danach: Das war 10 Minuten. Das ist wie, wenn man beim Zahnarzt sitzt mit deinen Samples. Ne? Ja. So, das kommt einem wie eine Ewigkeit vor. Und dann so, wenn man raus ist, so: Boah, das war jetzt eine Stunde, habe ich da drin gesessen. Und dann guck mal auf die Uhr und es war nur eine Viertelstunde. Ja. Es war genau damals wie bei meiner Verhandlung wegen Fahnenflucht und so. Da habe ich auch gedacht, so, als der Richter mich rausgeschickt hat und hat gesagt: Ja, okay, dann machen wir hier mal Beratung und so. Und dann habe ich draußen auf dem Flur gestanden, das war eine Minute oder sowas, dann durfte ich wieder reinkommen. Und in dieser Minute habe ich wirklich tatsächlich gefühlt 30 Zigaretten geraucht. Ja, nicht schlecht. Ne? So, das kannst du dann auch schneiden. Und irgendwo reinpacken, zum Beispiel in so eine Abfallversion. Wie nennst du die? Abfall? Isolierstation. Nee,
Du hast doch da so, wo du immer Fetzen zusammenschneidest. Wie heißt's denn? Isolierstation. Isolierstation, aber halt diese Fetzen. Wie heißt es denn? Jetzt leck mich doch am Arsch hier. Diese Fetzen. Herzlich willkommen bei der Isolierstation Fetzenausgabe. Heute wieder mit dem Voodoo und dem Frank. Wir hören uns heute einige schöne Fetzen der Vergangenheit an. Voodoo, hast du denn irgendwelche Lieblingsfetzen? Oh, Scheiße. Das war mal wieder einer der hellen Momente. Ganz ehrlich, Voodoo, das war die beste Fetzenausgabe aller Zeiten. Ja, aber echt, das hat richtig und jetzt pass auf, gefetzt. Ah, ja. Schatzi, wie heißen denn diese komischen Anglermützen? Du weißt schon, diese runden Mützen, diese... Weiß ich nicht, die man kleinen Kindern im Planschbecken anzieht. Ja, warte mal. Guck, ob ich ein Foto finde. Die Dinger hier. Ja, findest du bei Wikipedia keinen Eintrag? Weiß ich nicht. Ach, diese da. Bei Wikipedia Anglermütze ein. Anglermütze, okay. Gesagt, das ist eine Regenmütze, ich weiß es nicht. So, da bin ich wieder. Ja, da bist du wieder. Ich habe gerade mal Mel gefragt, ob die weiß, wie diese Hutmode heißt, die du immer trägst. Aber es ist wohl eine Anglermütze. Das, nee. Wie nennt man die Dinger denn? Das heißt Buckethead. Buckethead. Ich schreibe mir das mal für eine der kommenden Ausgaben drüber lustig, wenn ich mich im Intro dann über dich lustig mache. Ne? Ja, alles klar. Ja, okay. Nur ich kam mir gerade auch wieder auf die Idee und ich weiß aber nie, wie ich diese Mützen nennen soll. Bist du noch da oder versuchst du gerade mit den Zähnen die Flasche aufzumachen? Ich bin da. Ich habe das mit den Füßen gemacht gerade. Ah, okay. Hat's geklappt? Ja, klar. Ja, ich habe ja diese Kontergan-Arme und da muss man sowas mal mit den Füßen bewerkstelligen. Ja, wie heißt es so schön? Willst du ohne Arme und Beine Schlitten fahren, dann nimm ganz brav Kontergan. Ja. Das finde ich nicht witzig, Prankster. Ich auch nicht. Das ist absolut. Wenn einer über mich korrekt. Witze machen darf, dann ich. Ja, oder ich. Tüt. Was, so. Tüt? So, ja. Tom, bist du jetzt lauter oder bist du noch gleich laut? Also ich kann natürlich jetzt erstmal kurz eine Sprachprobe abgeben. Ist das denn so ungefähr okay? Nee, du bist noch genauso leiser. Aber bei... Ja, er ist verdammt leise. Aber bei Voodoo könnte es vielleicht helfen, wenn der Voodoo mal auf Dauersenden ausgeht und auf Sprachaktivierung geht. Ja, Moment, warte mal eben. Ist es so vielleicht besser? Genau gleich. Das dauert hier wohl noch ein bisschen. Ich gehe so lange mal in den Kanal Swingerclub, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja, mach ruhig. Hast du denn davor? Ach, weiß ich nicht. Mal gucken, was kommt. Ist dir egal, ne? Ja. Nimmst, was kommt. Oder soll ich doch in den Orden oder in den Kanal Crack Kitchen gehen? Ja, nee, ich glaube, da bist du nicht mehr erwünscht, Keoma. Nicht nach dem, dass du letztes Mal da rein bist und die ganzen Vorräte hast. So, ich habe jetzt mal auf Sprachaktivierung gemacht. Ich hoffe, das funktioniert irgendwie. Ja, also zumindest können wir dich hören. Und vielleicht. Wenn mich da keiner stoppt, wenn ich die Vorräte nehme, dann nehme ich halt. Wenn sie was gesagt hätten, hätte ich auch aufgehört. Ja, aber ist das echt nicht okay, hier den gesamten Crack hier in einen Löffel zu legen, kurz heiß zu machen und dir in die Vene zu spritzen? Ne? Das war ein geiler Abend. Dennoch Crack, Alter. Ja, okay, Oma halt, ne? Ja, besser als Frauen. MDMA. Nein, eigentlich nicht. Nicht ganz ungesund, jedenfalls. So. Ha, Tom hat's gleich. Nee, nicht wirklich, weil mein Ach, warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe hier einfach das falsche Mikrofon eingestellt. Oh. Könnte so leicht liegen. Dann, Tom, sing mal ein Lied. Tom? Ich hätte da keinen Bock mehr. Ist er ganz weg? Ja, jetzt. Tom, wir haben das Problem für dich gelöst. Du kannst wiederkommen. Er redet scheinbar gerade, aber jetzt ist gar nichts mehr zu hören.
Ja, der hatte wahrscheinlich die ganze Zeit das richtige Mikrofon. Habt ihr mich jetzt wieder? Okay. Ja, Tom, wir stellen dich jetzt einfach manuell lauter, dann ist alles in Ordnung. Oh, say can you see by the dawn's early... Geht das so? Ja, mal, also ich die ganze Strophe noch sing ruhig weiter. Nee, danke. Also ich habe ihn jetzt mal plus 15 Dezibel, ihr auch? Ja, ich habe ja, komplett hochge... Noch besser, okay. Ich auch. Dann sag noch mal was, Tom. Ja, by the dawn's early light. Ja, ich glaube 16 reicht. 16 reicht. Wirklich gut so. So, ich bin wieder da. Ist ja unglaublich, du bist ja wieder da. Kannst mal Mensch, sehen. Und was haben wir in der Zwischenzeit gehört? Wir haben dich, ich weiß gar nicht, wie du das machst. Du kannst, während du redest, so ein Piepgeräusch erzeugen. Wenn du gewisse Sachen redest, wie jetzt in dem Fetzen, in Anführungsstrichen, den wir hier gerade in dieser Ausgabe in Voodoos beste Fetzen gehört haben, da hast du ja mehrmals ein Wort mit N benutzt. Und irgendwie immer, nachdem du das N-Wort sagst, kommt direkt nach dem N ein P. Ich weiß nicht, wie du das machst, Voodoo. Da sag ich mal... Meinst du das Wort... Ja, hier, da war schon wieder. Ich weiß, wie machst du das Piepen? Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Ich mach das so ein bisschen wie die Aboriginals mit dem mit dieser Nasentechnik atmen beim Dingens hier, beim Didgeridoo-Pusten. Mhm. So mach ich das. Nebenbei erzeuge ich dieses. Das ist total praktisch irgendwie. So kann man sein ganzes Leben irgendwie. Und da bist du drauf gekommen, während der Fußball-EM-WM vor einigen Jahren, als diese Wu-Wu-Wu-Wu-Zu... Wie hießen diese Scheißen? Wu-Wu-Sela. Wu-Wu-Selas, genau. Diese Uwe Selas, als jeder die Dinger hatte und damit durch die Gegend gelaufen ist, richtig? Genau. Da bin ich nicht drauf gekommen. Ich bin während einer schweren Krankheit, die ich durchlebte vor einigen Jahren... Mhm. Und nach Australien zu den Aborigines gegangen bin und mich dort habe gesund lassen. Auf Kosten lassen. Der Krankenkasse. Ja, und zwar auf Kosten deiner. Meine habe ich dafür nicht in Anspruch genommen. Ich hatte deine Krankenkarte dabei. Ah, das erklärt jetzt einiges. Deswegen sprechen die mich auch immer mit Herr Panz an. Super. Sag mal, du nimmst du eigentlich schon auf diesen ganzen Scheißdreck hier oder labern wir jetzt erstmal frei Haus hier? Freischnauze. Wir labern natürlich frei Haus, frei Schnauze und dabei nehme ich uns auf. Ach, das ist schön, dass ich das auch weiß. Frankster, du. Wir haben dich doch eben schon piepen hören. Wir haben gehört, was es denn eigentlich mit deinem Hut auf sich hat. Und wir haben Toms Tonprobleme gehört. Ja, es ist doch faszinierend, was jetzt in dieser kurzen Zeit, wo du dir mal ein Bier geholt hast, was gehört. Wir da schon... Ich höre mein Bier ja mittlerweile nur noch. Ne? Ich bin ja mehr jetzt mal so auf der geistigen Ebene angekommen. Ich höre mein Bier nur noch, weißt du? Ich nehme das aus dem Kühlschrank, öffne das und höre das Bier nur noch. Das ist wie bei den Golfern so ein bisschen wie den Rasen lesen. Weißt du? So höre ich mein Bier. Ja, ich bin ein ziemlich geistiger Mensch. Oder vergeistigt, wenn du so willst. Tja, kannst mal sehen. Ja, oder entgeistigt, je nachdem, wie man es sehen möchte. Aber hören ist ja auch schon ein schönes Thema. Leidet der schon wieder durch die Bank weg seine treuesten Mitarbeiter? Hier, ach komm, mach weiter. Mach weiter, Frankster. Mach weiter. Ich komme gleich in Fahrt und dann beleidige nur noch ich dich. Weitermachen ist ein schönes Stichwort. Wir hören jetzt als nächstes einen kleinen, aber feinen Outtake, der bei der letzten Aufnahme mit Bengt noch abgefallen ist. Da geht es zum Thema Anmoderation. Und das hören wir uns mal kurz an. Ja, also es kommt ja dann irgendwie und jetzt kommt Over the Top und dann so, und dann kommt die Musik. Und dann könntest du eigentlich direkt einsetzen mit irgendeiner deiner früheren Anmoderation, so, keine Ahnung, ich bin nicht du, aber irgendwie, wenn ich an Over the Top und an Bank denke, dann denke ich an so Intros wie, oh, oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja. Ich höre momentan viele alte Ausgaben, weil ich ja versuche immer wieder was für die ISO zusammenzuschneiden, so damit die Leute nicht ganz so merken, dass du weg bist. Mhm. So alle paar Monate mal eine Over-the-Top-Ausgabe. Und irgendwie hast du da so ein Oh! Mein Catchphrase. Versuch doch mal, ob du dein inneres Oh wiederfindest und dann fang. Ich habe tatsächlich ein bisschen Kopfschmerzen, deshalb bin ich heute ja für die leisen Töne zuständig. Oh! Genau so. Bengt, genau so.
So und nicht anders. Haben sie dich in Erinnerung gehalten? Ja. Geil. Hast du nicht dieses Geräuscheabspielgerät, wie der Dings das hat, hier, der Demon? Nee, ich hatte so ein normales Abspielgerät, aber dann muss ich erst die Batterien noch wieder wechseln. Ach so, okay. Aber das wäre mal eine Idee, das könnte ich echt mal wieder machen. Oder kann man das nicht direkt in Teamspeak, oder wie macht der das? Der hat ein Mischpult und haut da irgendwie diverse Geräte. Oh, das hörte sich jetzt total traurig an. Der hat ein Mischpult. Ja, hat er. Naja, okay. Also er hat ein Mischpult und macht das dann so mit. Ja, ja, gut, okay. Ja, dann müsstest du dir wohl auch mal ein Mischpult kaufen. Aber Frankster, ich glaube ja, dein Sinn für Professionalität ist irgendwo auf der dunklen Seite des Mondes zwischen 50 Nazis und Elvis Presley hängen geblieben. Ja, das war jetzt übrigens kein Outtake. Jetzt sind wir wieder in der Gegenwart angekommen und das war Voodoo, wie er leibt und lebt. Erzähl doch mal ein bisschen, wie kommst du auf Fetzen? Wie bin ich denn überhaupt da drauf gekommen? Ich weiß es gar nicht. Das haben wir ja vorhin gehört, Voodoo. Ach so, haben wir das? Ja, du konntest mir den Ausschnitt ja nicht vorspielen, weil du diese hervorragende Technik wie der Demon nicht hast. Und ich hab's dir doch gerade, wir haben's doch gerade zusammen gehört. Du musst mir krankhaft irgendwie vorlesen und dann irgendwie so total verharzelt und so. Aber ich glaube, ich bin ja auch beim Vorlesen ins Wort gefallen. Kann das sein? Ey, Alter, mich juckt's am Sack, das gibt's gar nicht. Wo juckt es dich? Am Sack. Wo? Am Sack. Wo genau? An der Unterseite des Sackes. Vielleicht habe ich mich da gerade eben nach der Arbeit nicht richtig geduscht oder so. Kann sein. Das ist natürlich möglich. Oder eine Zecke, wer weiß es denn? Wie kommt denn eine Zecke an deinen Sack? Ja, die gehen auch immer gerne dahin, wo es dunkel und feucht ist. Weißt du, was feucht. Das ist ja das Schöne an dieser Outtake bzw. Neudeutsch Voodoos beste Reste-Ausgabe, dass man auch bei der Moderation, die man für diese Outtake-Ausgabe jetzt macht, durchaus Dinge sagen kann, die man vielleicht in der regulären, gut, trifft auf dich nicht zu, aber die ich in der regulären Isolierstation jetzt so nicht sagen würde. Du sagst sie natürlich trotzdem, ich schneide sie dann wieder raus und so kommen wir dann auch wieder zur nächsten beste Reste-Ausgabe. Ja, wunderbar, ist doch super, ist doch wirklich super. Ja. Beste Fetzen, wie bin ich denn da drauf gekommen? Wollen wir vielleicht so ein ganz klein wenig Anspruch in diese Outtake-Ausgabe reinbringen? Oh Gott, jetzt soll ich Opern singen oder was? La Traviata oder wie hast du dir das vorgestellt? Nee, in unserem nächsten Fetzen von Voodoos beste Fetzen sind natürlich alles Fetzen, die du dir ausgesucht hast. Also ich habe da ja keinen Einfluss drauf. Ja klar, aber sicher doch. Ist ja quasi deine Ausgabe hier. Liebe Zuhörer, alle Fetzen hat sich der Frank ausgesucht, nicht ich. Hast du mir hier in der Liste, du hast mir ja auch nur eine Liste gegeben, ich weiß ja gar nicht, was das hier für Fetzen eigentlich sind. Ja, also ich würde ja nie jetzt irgendwelche Gespräche nach der Bearbeitung noch, das wäre viel zu viel Arbeit. Aber du hast mir jetzt hier aufgeschrieben, deswegen dachte ich, jetzt kommt was Anspruchsvolles. Als nächstes hören wir eine Unterhaltung zwischen mir und Keoma 02 zum Thema James Horner und dessen Soundtracks. Was hat das dann mit Voodoos beste Fetzen zu tun, wenn das eine Unterhaltung zwischen dir und Keoma ist? Die hast du ja ausgesucht. Du bist ja hier quasi das Maskottchen dieser Ausgabe. Ach so läuft das. Ja, Franks, und jetzt mal ernsthaft. Du musst mir so ein Konzept vorher erstmal erklären. Okay, ich dachte, hier geht es jetzt rein nur um, dass du so mehrere Formate machst wie Keomas beste Fetzen, Demons beste Fetzen, Voodoos beste Fetzen. Aber nee, ich schlag dir die Fetzen vor, oder wie hast du dir das gedacht? Die hast du mir ja schon vorgeschlagen. Liebe Leute, ich habe dem Frankster einen Fetzen vorgeschlagen, wo er sich mit Keoma unterhält. Und zwar über, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Frankster, hast du es noch da? Ich habe es jetzt gerade hier nicht vorliegen. Ja, du hast es mir doch gerade erst in die Kamera gehalten, ich sehe es. Ja, Moment. Ja, du hältst es doch gerade hoch, wo du... ich habe den Zettel jetzt verlegt. Spiel es doch einfach mal ab. Ja, also jetzt kommt James Horner Soundtracks laut deiner Liste und danach Frank und Bengt Doppelpunkt Huli ist kein Resteficker mehr. Bin ich gespannt, worum es da geht. Also ich leide ja immer noch drunter, dass James Horner gestorben ist bei diesem Flugzeugabsturz vor 1-2 Jahren. Aha. Weil das war für mich einfach die Crème de la Crème der Komponisten. Was hat denn nochmal geschrieben? Also dem Mainstream der breiten Masse bekannt ist er durch Titanic. Also da war es dann vorbei. Dann hat quasi jeder eine James Horner CD zu Hause stehen gehabt. Aha. Aber ich fand ihn schon Jahre vorher klasse. Kennst du den Kinderfilm Kasper? Ja. Da fand ich den Soundtrack so toll. Also so ein klassisches Meisterwerk. Und
James Horner hat so einen ganz eigenen Stil. Also mal davon abgesehen, auch schon vor Kasper, Feivel der Mauswanderer hat er den Soundtrack gemacht und die ganzen Songs geschrieben. Zu einem Star Trek Film, ich glaube Star Trek 2 oder 3, der den richtig geilen Soundtrack hatte, ich glaube das war der dritte. Mhm. Alien 2, also Aliens, mhm, war ja auch ein richtig geiler Soundtrack. Also der ist unheimlich facettenreich gewesen und später hinaus hat er eigentlich nur noch gehornert. Aber auch wenn er seinem Stil nachgeht, also wenn man quasi einen Stil gefunden hat und dann nur noch auf diese Art komponiert, und das hat er schon bei Kasper getan, also bei Kasper habe ich mich in den Soundtrack von James Horner verliebt. Wenn du diesen Soundtrack hörst und dann beispielsweise den Soundtrack von, wie heißt denn dieser Weihnachtsfilm, den Jim Carrey mitgespielt hat, der in den USA Grinch, ganz bekannt ist. Der Grinch? Was? Cringe, genau, der Cringe. Wenn du Cringe mit Kasper vergleichst, und da sind ja auch noch, glaube ich, ein, zwei Jahre dazwischen, teilweise identische Songs fürs Ohr, also so vom Stil her, klingt fast identisch. Und da hat er beispielsweise auch der 1000-Jahre-Mann mit Robbie Williams, wo er den Roboter gespielt hat. Ja, nie gesehen, aber ich kenne den Titel. Also für ich bin sicher, jeder, auch jetzt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hier, der in den 80er, 90er und Nullerjahren irgendeinen Film geschaut hat, hat sich irgendwann mal gedacht, oh, das ist aber gerade ein richtig geiler Soundtrack. Und in vielen Fällen war das dann James Horner. Auch wenn er zum Ende hin stark nachgelassen hat, von vielen gelobt und auch, glaube ich, Oscar-mäßig ausgezeichnet damals, bin ich mir jetzt aber nicht sicher, war der Avatar-Soundtrack. Den fand ich persönlich richtig Müll, aber viele stehen da total drauf. War auch von James Horner. Ja, gut, habe ich jetzt keine große Erinnerung dran. Wie an den Film, der ja irgendwie auch eher mittelmäßig war und nur sein 3D-Gimmick hatte. Ja, also Avatar habe ich einmal gesehen und will es auch seitdem nie wieder schauen, weil, gut, vielleicht hätte ich ihn in 3D sehen sollen. Ich habe mich ja damals schon 3D verweigert, aber ich habe den Film gesehen und dachte mir, was für ein nichtiges Stück Müll. Ja, ich habe... Storymäßig war überhaupt nichts. Ich habe ihn damals in 3D gesehen. Das war der letzte Film, den ich damals mit meiner Cinemax Flatrate-Karte gucken konnte. Okay. Danach lief die ab, deswegen habe ich die noch mitgenommen. Aber war halt im Großen und Ganzen ist ja viel Müll. Und ich finde es nach wie vor sehr amüsant, dass ihr sagt schon, James Cameron, wann kam der Film denn? Der ist auch schon Ewigkeiten her. Und seitdem hörst du ja von James Cameron nichts weiter als immer nur, ja, demnächst kommt dann Avatar 2 bis 7 und es kommt nie irgendwas. Das finde ich immer lustig. 2009 Avatar, jetzt sind inzwischen auch schon 7 Jahre. Ja, und immer noch wird nur, darüber geredet, ja, er macht demnächst, er arbeitet ja an den Fortsetzungen und dachte, das soll ja wenigstens, ja, nicht nur eine Trilogie, im Grunde genommen wird und so weiter und so fort. Und es kommt nie irgendwas. Aber, aber de facto soll da wirklich demnächst was kommen. Und hast du das Gefühl, du wirst jetzt aufgrund deiner Zeit bei der Isolierstation einsam sterben? So ähnlich wie der Huli-Nerd? Kann man ja so auch nicht sagen. Der Huli-Nerd hat ja jetzt auch eine feste Freundin, ne? Der ist jetzt kein Resteficker mehr. Nein, der vögelt jetzt auch, glaube ich, keine kleinen Mädchen mehr. Nee, der ist jetzt fest im Leben angekommen. Das ist aber schön für ihn. Ja, freut mich auch. Das ist, wie war die Frage? Ich weiß es auch nicht mehr. Resteficker mehr. Sag mal, was hat er denn jetzt wieder gemacht? Nee, der Punkt ist ja, der Hudi hatte ja bis vor kurzem noch eine Beziehung. Und, hat er nicht mehr? Nee, hat er nicht mehr. Oh, und aber zum als ich mit Bengt für die Geburtstagsausgabe der Isolierstation aufgezeichnet habe, da war er noch mit ihr zusammen. Als die Ausgabe dann veröffentlicht wurde, ein paar Tage später, war er schon nicht mehr mit ihr zusammen. Ja, das ist natürlich bitter. Und ich habe noch, während ich mit Bengt geredet habe, da kam halt dieser Outtake dann zustande, habe ich gesagt, ja, der Huli ist ja auch nicht mehr so der Resteficker, der hat ja früher alles weggefickt, was Rang und Namen hat. Und der ist ja jetzt auch quasi heimisch geworden, sozusagen. Ja. Also, heimisch im Sinne von Heimarbeit oder was? Ja, so hier, Heimhandarbeit. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, siehst du, das wäre ein weiterer Outtake, aber gut, dass du ihn so thematisch da anbringst. Hier sind wir wieder zurück in der Gegenwart bei Voodoos beste Fetzen. Und mein Gott, was ist das bisher für eine Outtake-Ausgabe, Voodoo? Ich glaube, von allen Outtakes-Ausgaben, die wir hier in der Isolierstation im Laufe der letzten Jahre schon hatten, ist... ist Voodoos beste Fetzen eindeutig die beste Fetzen-Ausgabe aller Zeiten, Voodoo. Ja, klar, sicher. Wir hatten ja auch, gab es denn schon mal was, Kiomas beste Fetzen oder so? Nee, also außer dir benutzt ja keiner mehr das Wort Fetzen. Wir sind im Jahr 2017. Ey, was? Ich habe so lange gepennt? Ja, aber hallo.
Ach du Scheiße. Moment, ich muss mal meine Krankenversicherung erneuern. Guck mal in den Spiegel. Bis gleich. Aus meiner Isolierstation, Junge, ein Schwank. Also die letzte Kurzfassung fand ich zum Beispiel ziemlich geil. Das ist der Schwank aus meiner Jugend. Isolierstation Jugend, ja klar. Alles andere war so, das Weihnachtsvideo, das war ja nicht Isolierstation, ne, was ich für dich gemacht habe. Dieses 24. Dezember Video. Nee, das ist ja nicht Isolierstation. Das ist ja Frankster. Kleinen, aber feinen YouTube-Kanal. Ja, genau. Ich wollte gerade mal nachschauen, weil wenn ich an Voodoo Panzer in der Isolierstation denke, ich finde jetzt leider die Ausgabe nicht, ist ja nicht so, dass ich mich irgendwie... Du musst das googeln, oder was? Ja, hallo, es waren jetzt fast 250 Ausgaben, da weiß ich doch nicht mehr, in welcher Ausgabe was gewesen ist. Isolierstation Podcast 115, vor 3 Jahren war das. Extreme Improvisation, This is Your Life. Das war eine Doppelfeature-Ausgabe. This is Your Life Filmern und This is Your Life Voodoo Punts ist für mich meines Erachtens immer noch eine der gelungensten Isolierstationen, die wir jemals rausgebracht haben. Kannst du dich noch daran erinnern? Nee, überhaupt nicht, weil ich nehme das so hin, weißt du, du schreibst mich an, du sagst, ey komm, lass was machen und ich denke so, naja klar, sicher, hast ja sonst nichts zu tun, kriegst Hartz IV, betrinkst dich von morgens bis abends und liegst dem Steuerzahler auf der Tasche, dann kann man auch mal irgendwie was zurückgeben. Mhm. Und aber so wirklich erinnern, das geht so an mir vorbei. Weißt du, das sind halt so Geschichten, wo ich sage, so, da schwimmst du so durch geistig und bist eigentlich auch dran vorbeigeschwommen. Irgendwie. Also quasi ist die Isolierstation für dich sowas wie dein Wohltätigkeitsfall, also dein Charity Case. Die Isolierstation ist das gute Gewissen für mich gegenüber den Steuerzahlern. Würdest du auch sagen, dass es so quasi ein bisschen der inoffizielle, offizielle Auftrag, den die Isolierstation eigentlich hat, so die Menschheit quasi glücklicher zu machen mit... Die Isolierstation hat ja ganz klar, und das steht ja auch im Gesetz, einen Bildungsauftrag. Ne? Mhm. So, und die Isolierstation ist ja öffentlich-rechtlich und hat einen Bildungsauftrag und muss natürlich auch... Du verwechselst uns gerade mit Funk. Ja, nee. Funk ist ja was ganz anderes. Das ist ja total privat. Das ist nur so ein kleiner Podcast mit so ein paar Dödeln, die halt über Lester... Ne? Ja, Funk ist Pillepalle, wie man es auch immer nennen mag. Ne? So, aber... Entschuldigung. Ah, da ist mir noch ein Luftblümchen rausgerutscht. Und hatte ich... Hast du darüber gelacht, Frankster? Das sind so alte Witze irgendwie. Ja, ich kann es doch mal machen. Ich bin ja auch irgendwo in den 90ern hängen geblieben, ne? Ja, das merkt man auch teilweise. Du machst ja auch Filmpodcasts. Ach nee, das war Dings, ne? Das war Keoma. Genau, nur Keoma, der hält da Monologe, ne? Ja, genau. So, da bin ich wieder. Frankster, ich hoffe, Mensch, du hast das Zugehör am anderen Ende der Maschine derzeit etwas mit Fetzen unterhalten. Ja, ich habe zwischenzeitlich mal abgespielt, das haben wir jüngst aufgenommen, wie du darüber geredet hast, dass die Isolierstation für dich ein Charity-Case ist. Was habe ich da gesagt? Wann Mensch, der Voodoo. Das habe ich doch in diesem jahrzehntelangen Schlaf dahergebrabbelt, oder? Bestimmt, ganz, ganz sicher. Fühlst du dich jetzt wenigstens ausgeschlafen? Fühlst du dich jetzt frisch? Fühlst du dich wieder bereit für die Menschheit? Bist du wieder in der Lage, Fröhlichkeit und Heiterkeit unter deinesgleichen zu bringen? Aber sicher doch, liebster Frankster. Soll ich einen Witz erzählen? Nee, komm, lass mal. Jetzt erzähl doch mal einen Witz. Was ist ein Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen.
So, weiter. Wie konntest du denn jetzt eine Minute lang lachen? Ich verstehe das nicht. Da habe ich eine Minute lang gelacht. Ich glaube, zwei Minuten 15. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Oh nein. Ich ahne, was jetzt gleich nochmal als Wiederholung kommen wird. Und zwar 2:16. Ja, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich weiß, ich kann voraussagen, dass du es tun wirst, obwohl du es noch jetzt noch nicht. Du es noch jetzt noch nicht weißt. Auch ein geiler Satz, ne? Eigentlich. Nee, ja, im Grunde genommen. Das ist Voodoo-Deutsch. Deutsch, Voodoo, Voodoo, ja. Deutsch. Darf ich vorstellen? Deutsch, Voodoo, Voodoo, Deutsch. Ja, sehr schön. Apropos Deutsch, ein deutsches Wort ist auch das Wort Rubrik. Und um Rubriken, gerade in der Geschichte der Isolierstation, habe ich mich auch kurz mit Bengt unterhalten. Daraus ist auch ein Outtake geworden, der nicht verwendet wurde. Das hören wir jetzt. So, ich hoffe, dass das klappt, dass ich mit Tom am Donnerstag aufnehme. Sonst endet diese Over-the-Top-Ausgabe mit dem Kommentar. Hier sind die Gossip-Boys. Aha. Was war denn Gossip-Boys auch noch? Das war so allgemein Unterhaltungstratsch-Gerede, ja, oder? Richtig. Okay. Hat sich überhaupt nicht durchgesetzt, aber. Ne. Überhaupt nichts mit YouTube zu tun, sondern so allgemein. Nur einfach nur Stars, Society, Bravo, Bunte. Dann machst du die ganzen Rubriken, die es mal gab. Puh, das war mal starker Tobak. Ja, ne? Also der Bengt, ne, da. Unser Affenarmmann. Ist er für dich nach wie vor der Affenarmmann? Ich weiß es nicht. Ich hab den Spitznamen mal gehört und konnte den nie nachvollziehen, bis ich seine Arme dann mal gesehen habe in irgendeinem Video. Und da konnte ich es mir dann erklären. Und da, ich fand aber das sehr sympathisch, diesen Spitznamen irgendwie. Diesen, ich möchte fast schon sagen, Kosenamen. Okay, wegen den behaarten Armen jetzt, oder? Ja, vor allem, ja, die sind nicht nur behaart, die sind auch so. Also mich erinnern sie ja an so eine Lemurenart, weil die haben so schöne schlanke Arme wie der Bengt. Bengt hat ja nichts in den Mauen, ne? So. Und der hat halt auch so schöne schlanke Arme wie so eine welche? Es gibt ja mehrere Lemurenarten. Mhm. Ich sage das Wort nochmal. Lemurenarten. Mhm. Daraus wird ein Fetzen von 2:16. Wieso? Soll ich einen Beat runterlegen? Kannst du gerne machen. Also ich glaube, wenn man... Kannst auch gerne selber dazu beatboxen oder was von Alberto, wenn er beatboxt. Darunter gibt's den eigentlich noch? Der hat irgendwann jüngst sein Comeback gefeiert, glaube ich. Ach du Scheiße. Ich weiß aber nicht, ob der noch beatboxt. Vielleicht boxt er jetzt nur noch. Lass mich raten, ich denke, er macht jetzt Pranks. Nee, das wäre ja mal was ganz Originelles. Wer macht denn heutzutage schon Pranks auf YouTube? Also es war mal eine Idee von mir... Die habe ich aber verworfen. Seitdem hadere ich da ein bisschen mit mir. Aber ich denke mal, ja, irgendwann in ferner Zukunft könnte man da mal so ein bisschen was reißen mit. Aber ich bin noch so am Überlegen. Ansonsten vielleicht mal einen eigenen Song schreiben oder, ja, keine Ahnung, irgendwelche Hypes vorstellen im Internet. Okay. Was ich auch ganz witzig fände, ist mir letztens gekommen, die Idee. So, die Idee, gut, dass du Spiele, so Spiele filmen und dazu dann so Kommentare, ne? Also die Spiele kommentieren, während man so zockt und so. Das ist zum Beispiel auch so eine Idee, die ich hatte. Da so, bin ich aber so noch nicht. Schach oder Mau Mau oder was meinst du? Ja, oder was weiß ich, Spider-Solitär Online. Oh, ne? Das klingt aber spannend, ja. So Platin Edition, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ich finde, das könnte man aber dann noch, das müsste man auch schmücken, vielleicht indem man sowas vorsetzt wie, also vor den eigentlichen Titel, lass uns und dann den Titel und dann spielen dahinter oder so. Boah, ey, das ist geil. Frank, also, sollen wir das nicht zusammen? Lass uns Solitär Online spielen. Das wäre doch mal ein schönes Format. Ich glaube, damit könntest du auch zum ZDF gehen. Und das Ganze so im Oberbegriff, lass uns spielen. Ja, das, lass uns spielen, das hat was. Gut, aber dafür waren wir ja heute nicht hier. Wir waren ja heute wegen den besten Fetzen hier, ne? Ja, und da hast du gleich noch drei am Stück hier rausgesucht, sehe ich gerade. Ja, und zwar, jetzt habe ich die Liste wieder verlegt. Ich habe sie hier vor mir. Nachdem wir eben das ZDF schon erwähnt haben, einmal auch aus der Geburtstagsausgabe der Isolierstation, was in dem, was ich mit Demon und Tom zusammen als Gossip Boys aufgenommen habe, das wäre sonst viel zu lang geworden, da habe ich rausgenommen. Dena kriegt ja eine neue Sendung im ZDF, beziehungsweise
ein DENA-Wahlspezial im ZDF. Dann habe ich hier noch stehen, nächster Clip, Voodoo trinkt Bier auf ISO. Ich habe keine Ahnung, was, also du würdest ja kein Bier trinken, du bist ja Anti-Alkoholiker. Und, ja, Bier mit ISO, glaube ich, ne? So, ja, mit ISO, nee, ISO-Drink drin. Ja, hier steht auf ISO, hast du geschrieben, auf. Oh ja, gut, auf ISO, gut. Ja, das ist Ruhrpott, ne? Und dann haben wir hier noch Bier auf ISO. Probleme beim Aufnehmen mit Bengt. Ja, okay, dann hätte ich jetzt fast gesagt, Film ab, sondern Fetzen ab. Ja, let's fetz. Oder so. Dena ist demnächst wieder für den ZDF unterwegs. Ja, ich höre mich immer selber bei Tom, weil Tom hat den Lautsprecher an, deswegen bin ich ein bisschen abgelenkt. Nein, habe ich nicht. Nö, dann höre ich mich über Toms Headset. Ja. Ist ein sehr gutes Headset, finde ich. Ja, definitiv. Tom hat immer nur die beste Hardware. Das ist spitze. Damit habe ich schon oft Texte eingesprochen. Das klang super. Das ist eure beschissene Leitung. Ich weiß nicht, was ihr da macht. Sitzt ihr da drauf oder was? Toms Autotelefon. Auf jeden Fall, Dena wird demnächst für das ZDF-Format Hashtag Felix jetzt nicht faspeln, bitte. Durch nicht die faspeln. Bundesrepublik reisen, um für den Sender die politische Stimmung aus der Sicht von Jung- und Erstwählern vor der anstehenden Bundestagswahl erkunden. Da bin ich aber mal gespannt drauf. Ihr nicht auch? Total. Das wird sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht. Es gibt ja sehr viele zerrüttete Familien und ich denke, dass die jungen Wähler deswegen einfach eine Mutti-Figur wählen werden und dann haben wir wieder die gleiche Scheiße wie sonst auch. Insofern, es wird sich nichts ändern. Ja, nee, ich gucke mir das nicht an. Doch, also ich glaube, es wird sich so einiges ändern. Erst recht, wenn Dena was damit zu tun hat. Also da glaube ich sehr fest dran, dass Dena wirklich auch sehr viel Wirkmacht in dieser Und Richtung. Wie heißt das? Dena des Volkes würde ich das nennen. Klingt ganz gut. Sorry, hat das ZDF schon umbenannt in Hashtag Felix fragt. Ach, das ist doch dumm. Ja, natürlich ist das dumm, das sind die Öffentlich-Rechtlichen. Womit wir wieder bei den Lombardis wären. Nein. Ja, aber wisst ihr, was die Öffentlich-Rechtlichen machen? Über Behinderte haben? Macht man sich nicht lustig, auch wenn sie geistig behindert sind. Ja, also man kann ja viel, viel Gutes über die Öffentlich-Rechtlichen sagen, wie ihr alle wisst. Aber wisst ihr, was man da nicht drüber sagen kann? Dass sie Werbung haben. Werbung haben. Aber wisst ihr, wer Werbung hat? Wir haben Werbung. Wir haben nämlich auch heute wieder einen Sponsor, wie auch schon die letzten Male. Und den will ich gerade mal ganz kurz einspielen. Also, es handelt sich dabei um eine mehr oder weniger bekannte Fastfood-Kette, die vielleicht mit Burger King konkurriert. Und ganz sicher kein Kochlöffel. Und ganz sicher keinen Clown als Ding. China-Wald. Ja. Und Dienerwald hatte, glaube ich, auch mal einen Clown in der Weihnachtsaktion. Ja. Genau, und hier kommen sie. Nur hier bei Super Duper Burger. Die Super Duper Ethno Burger Aktionswoche mit dem Hähnchensommer Mexiko Hot Ananas Burger mit süß-sauer-salziger Supersalzer, extra Südsee-Dressing und. Schnauze! Hey, du! Hast du die Nase voll von Fastfood-Schuppen, die jede Woche einen neuen Fantasienamen für ihren Labberfraß erfinden? Komm zu McHart! Bei uns gibt's Hamburger. Einfach nur Hamburger. Was da drauf ist? Was geht dich das an? Dazu gibt's Fritten mit Ketchup. Mit welchem Ketchup? Was kümmert's dich? Es ist Ketchup. Und dazu gibt's was zu trinken. Vielleicht einen super-duper soft-fritzigen Milch? Schnauze! Es gibt was zu trinken und damit basta! Komm zu McHart, wo echte Kerle essen. Deswegen ist der Voodoo heute nicht da. Ja, genau, so ist das. Das ist nämlich die größte Verarsche überhaupt. Um 15.48 Uhr, die wir jetzt haben, trinke ich schon ein Bier auf die Isolierstation. Ich hoffe, du weißt das zu würdigen. Du bist relativ spät dran heute, hä? Huh? Ja, gut. Hatte heute Morgen einen schlechten Start. Sonst wäre ich direkt zum Bütchen gegangen. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich jetzt mit der Isolierstation aufhöre? Echt? Schon? Ja, okay. Der war gut, ne? Ja, der war voll bangt. Das war vor allen Dingen glaubwürdig war. Ne? Ja, das verstehe ich auch nicht, ne? Warum bangt und die Nerd mit der Station aufgehört haben. So, dann klappt das vielleicht sogar mal mit Zencaster. Ist auch toll, ich habe bei Zencaster dieses Guthaben gekauft, die Stunden. Und seitdem nutze ich auch nicht mehr Zencaster, weil irgendwie jedes Mal, wenn ich mit Zencaster aufgenommen habe, also Voodoo hat immer rumgeheult, weil bei ihm gab es Probleme und irgendwie
jetzt immer auf Teamspeak übergegangen. Jetzt zahle ich einen Teamspeak-Server und habe da halt da den Vorteil, dass ich die Leute mal rein und rausholen kann. Sprich, ich kann Voodoo jederzeit rausschmeißen, wenn ich Bock drauf habe. Das ist aber gemein. Nee, das ist notwendig. Was sind denn so die Triggerwörter bei Voodoo? Was darf er denn nicht sagen? Wann wird er denn rausgeworfen? Der kann eigentlich sagen, was er will. Nur irgendwann reicht's halt mal. Hm. Naja, das war früher ja noch anders hier. Da herrschte nicht so ein strenges Regiment. Ich war schon fleißig. Bist du aber fleißig. Jetzt kriegst du aber mal eine Sonne ins Heft von mir. Muss ja ein bisschen vorproduzieren, ne? Ja, damit ja, man klar, dann später hinaus weniger Arbeit hat. Ja, dann jetzt bald kommt ja auch die Urlaubszeit, ne? Da musst du ja dann auch hier raushauen, während du im Urlaub bist, ne? Ja, ja, als ob ich mir einen Urlaub leisten könnte, wo du. Ach, hör mal, wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Nimmst dir ein Zelt und verpiss dich in den Wald. Ja, wollte schon sagen, ich habe keine heiße Nachbarin. Im Wald? Nee, das Gute liegt so nah. Sorry. Ach so. Oh, Frank, so, wenn das deine Freundin hört, oder hast du die auch nicht mehr? Teilst du dein Schicksal jetzt mit Uli? Ja, nee, wir hatten ja gemeinsam eine Freundin. Ne? Jetzt ach, schade, halt dass weg, der Uli wieder solo ist. Ja, findest du? Ja, finde ich schon, weil es doch, also, ich meine, so ein freakiger Kerl, der hat doch auch, Freaks haben es ja nie einfach. Ich bin ja auch immer so ein Freak gewesen irgendwie. Mit mir kommen die wenigsten Frauen zurecht irgendwie. Und weil ich ein ganz gewesen. Immer noch. Natürlich bin ich immer noch ein Freak. Und kann man dann froh sein, dass sich so eine Mondknopf mir erbarmt hat und mich genommen hat. Aber jetzt haben wir ja auch Ehe für alle, also du könntest jetzt auch entscheiden, noch schwul zu werden. Frankster, ich komme! Nee, ich dachte deswegen Huli, also. Ach so. Ja, nee, Freak zu Freak gesellt sich nicht oder so ähnlich. Ja? Also das heißt in dem Fall, Mondknopf ist absolut normal. Wäre so ein Doppeltornado, wenn der Huli und ich heiraten würden. Ne? Das wäre ein Doppeltornado. Ja, Jan zu noch dran, das wäre, wir wären unausstehlich. Ach Mann. Ja, das war jetzt schon irgendwie eine richtig schöne Ausgabe Voodoos beste Fetzen. Kommt da eventuell, ja, in einigen Monaten, wenn da wieder irgendwelche Fetzen angefallen sind hier in der Isolierstation, kommt eventuell Voodoos beste Fetzen Teil 2 die Rückkehr? Wir werden es sehen. Also ich werde schauen, was sich so ansammelt wieder in den nächsten 30 Jahren. Ich werde jetzt erstmal wieder schlafen gehen für die nächsten 30 Jahre und dann wirst du mich wecken über Skype und dann gucke ich mir eben mal so in 10 Minuten die Fetzen durch und dann werde ich dir eine neue Liste. Mensch, wo hab ich? Ist ja auch egal. Bis dahin gibt's noch Skype? Soll ich dich nicht ganz altmodisch wie bei Don Röschen wieder wachküssen wie heute? Ja, könnte man auch machen. Ne? Mhm. Oder vielleicht gibt's ja dann wieder, wenn ich wieder aufwache, wieder Wählscheibentelefone. Oh, die sind vielleicht dann wieder voll im Trend. Ja, kannst du dann anzünden, die brennen und qualmen und dann gehst du mit der Decke drüber und dann gibt es da Rauchzeichen. Das, wäre ich dafür, Voodoo, das machen wir so. Alles klar, Frankster. Wir sehen uns in 30 Jahren. Okay, und ich gehe jetzt erstmal schön Kuss essen. Ja, mach das. Und ich ist der Sarotti, hallo. Harte Arbeit, Feierabend, jetzt geht's ab nach Haus. Ich setz mich an den Rechner und rufe Twitter auf. Ich durchforste meine Timeline, ist es schon so weit? Ich kann es kaum erwarten, es ist doch höchste Zeit. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge Isolierstation. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge Isolierstation. Keine Podcasts, die sind doch alle Dreck. Doch die Isolierstation, ich komm davon nicht weg. Ich komm da nicht von runter, ich bin infiziert.
Ich brauch die neue Folge jetzt sofort bei mir. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge Isolierstation. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge Isolierstation. Ja, da kann man den Cut setzen. Ja. Schöne Impromptu-Ausgabe. War großartig. Ja. Solltest du eigentlich einfach nur das Lied der Isolierstation vormachen, das ist eine vollwertige Ausgabe. Zum Beispiel, ja. Ja, dann... Oder mein Hip-Hop-Song demnächst. Ja, dann schick den doch mal rüber. Nein, wirklich natürlich nicht, nein. Doch. Das ist Dirty Hip-Hop, das ist ganz was Deepes. Ja, egal, schick rüber. Man kann die Leute auch mal mit deepem Content schockieren. Versteht ihn eh nicht. Eben. Ja. Ne? Ne? Ja. 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 Ne? Ne? Du hast die Aufnahme immer noch nicht beendet, Frank. Ja, ich habe ja auch noch nicht aufgelegt, Voodoo. So, den kannst du auch wieder zusammenschneiden und hinter irgendeinen Dreck setzen. Deep till sleep. Ja, war schön. Ey, nicht solche Gags, wenn ich gerade ein Getränkeglas am Mund habe. Ja, dann dürften wir aber nie wieder einen Gag machen. Ich sag dir klar, Flasche geht's. Da kann man es direkt zurückspucken irgendwie. Ein Glas hat eine zu große Öffnung, das geht in alle Richtungen. Mhm. Hab das kapiert jetzt? Ja. Ja. Ja, ich musste da auch an deinen Adventskalender denken. Der war auch sehr, sehr schön. Da denke ich an die Flasche. Ach also, so, die du in der Hand hattest, meinst du so. Ja. Ah, ja, Jack Daniels. Ja. Ah, das Christkind-Video. Das üble Gesöff eigentlich. Aber was Lemmy Kilmister nicht umgebracht hat, bringt mich auch nicht um. Nee, den hat der Krebs gekriegt, das stimmt schon. Eben, genau. Woher der jetzt kam, man weiß es nicht so genau. Och, ich nehme mal an, vom Leben an sich, von dieser Freude, die er empfunden hat, wenn er auf Konzerten war. Da kriegt man leicht mal Krebs. Ist ja bei mir genauso. Ich wundere mich, dass er sowieso so alt geworden ist. Ich meine, wie alt war der jetzt, 70? Also bei der Vergangenheit war das ein schönes Leben. Der war über 70. Ja. Ganz schön krass. Ja, aber er hat ein schönes Leben gehabt. Also von daher. Ja. Und dieses Leben wünsche ich uns allen auch. Ja. Kommt gut ins Bett. Schlaft schön. Ja. Und jetzt geht mein Bildschirmschoner wieder an. Mhm. Ja, es ist in Wirklichkeit ein ganz süßer, der Voodoo. Ich wünsche dir das auch. Und euch beiden anderen auch. Und ich gehe jetzt auch weg. Ja, geht doch. So. Jetzt kann ich nicht. Du kannst uns ja demnächst wieder nerven mit Twitter-Nachrichten von mir. Will denn überhaupt noch jemand mit der Isolierstation hier? Sag doch bitte mal Bescheid. Keine gemacht? So ist es doch. So ist es doch, Frankster. Dir laufen doch die Leute weg. Das ich meine, dir sind Mal. Die besten Leute weggelaufen, die du je hattest. Ey, Huli-Nerd. Ich sag nur Huli-Nerd. Oder ja, der war ja Bang also, Talk. Ja, Huli-Nerd war ja ganz großes Kino. Das sind die beiden besten gewesen, die du je hattest. Ja? Frank, wo gesagt, wie es ist? Ja, der Huli-Nerd, der war allererste Sahne, ne? Der hatte zu jedem Thema nichts zu sagen. Aber das ist regelmäßig. Aber zu jedem Thema nichts zu sagen, zu dem du einfach nur Fragen gestellt hast und auch nichts zu sagen hattest. Deswegen war der Huli-Nerd so kultig. Der war aber überhaupt nicht kultig. Der war eloquent und lustig. Bank war cool, ja. Aber da ist mir ein Voodoo-Panz lieber, der gibt mir zwar konsequent Kontra, auch wenn er überhaupt keinen Grund dazu hat, aber das macht er wenigstens unterhaltsam. Ich habe einfach den Grund dazu, weil du ein Arschloch bist, Frankster. Ja, siehste, passt doch auch. Du bist halt ein Arschloch und deswegen gebe ich dir Kontra. Ja,
Ne? Passt Arschloch doch. Zu Arschloch gesellt sich gern, sag ich immer. Deswegen so sind finden wir beide, denn deswegen finden wir beide auch immer zusammen, weil wir beide Arschlöcher sind. Ja,